Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherrin Eschiel verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht! Sie beide kennen sich wohl. Jenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Ganz egal, wer er ist. Beim nächsten Mal stirbt er. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherrin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tiegel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Information problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Shepard, haben Sie mal kurz Zeit? Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Koordinaten der Kolonie sind auf der Galaxiekarte. Ich bemühe mich um Details. Commander, ich hab da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was Sie erforscht haben, aber Sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Außer Sie sind indoktriniert und es geht nur darum, Cerberus zum Tiegel zu bringen. Wir müssen Ihnen nicht vertrauen. Aber nachgehen sollten wir der Sache schon. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Sicherheit gibt es keine, aber die Möglichkeit ist definitiv gegeben.
Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Cerberus Stärke bei dem Putschversuch waren ihre Schläferagenten. Wären diese Agenten enttarnt worden, wären viele Leben gerettet worden. Wir müssen aufmerksam sein. C-Sicherheit und die Truppen können das nicht allein. Wir haben einen Großteil unserer Regierung verloren, darunter als prominentesten Menschen unseren Ratsherrn. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Das haben Sie doch bereits. Wie soll's weitergehen? Ich habe ein gutes Interview bekommen, Commander. Mehr brauche ich nicht. Heute. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut. Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Loco. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Als Soldat, Vega, will man immer so gut wie möglich sein. Und besser als N7 wird es nun mal nicht. Hab ich gehört. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung. Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Sie erwähnten das bereits. Was ging denn schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten Sie das Kommando. Ja.
Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn Sie dafür befördert wurden, müssen Sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Wenn Sie alle gerettet hätten, wäre es dann besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja. Darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Wenn wir das hier überleben, ist die Sache klar. Sie sind ein verdammt guter Soldat, Vega. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ich denke darüber nach. Wirklich. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es zuerst aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Loco. Gerne doch. Was für ein Tag, Shepard. Odina dreht durch, fast fällt die Citadel. Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Hätten Sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Wenn Sie nicht aufgegeben hätten, ja. Dieser Krieg ist viel zu wichtig. Ich denke bei unserer nächsten Meinungsverschiedenheit daran. Trotzdem gut, dass Ash jetzt nicht bei Kaidan ist. Einer reicht völlig. Ich habe befehlsgemäß die aktuellsten Berichte über den... Das Sicherheitssystem liegt im Chaos, aber es würde dennoch Wochen dauern, bis wir Agenten in die dortige Belegschaft einschleusen könnten. Das ist nach Odinas Putsch viel zu riskant. Wir verschieben diese Pläne. Jawohl. Können wir später reden? Zu Ihren Diensten. Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen? Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Mal sehen. Der Handel würde beiden Seiten nützen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sollten Sie mit Taktis reden. Er ist bei den Citadel Docks. Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigels verbessern. Es wäre für alle von Vorteil, wenn Sie einen Tauschhandel von Medigels...